Beim Zelt war es uns vor allen Dingen wichtig, dass wir zu fünft darin schlafen können. Aber auch, dass wir im Zelt stehen können, um einfach genügend Freiheit zu haben. Auch wenn man aus dem Zelt rauskommt, nicht direkt ins Freie zu treten, sondern ein Vorzelt zu haben, ist sehr, sehr schön, fanden wir zumindest. Und auch darin stehen zu können. Worauf wir noch geachtet haben, dass wir im Vorzelt mit unseren 4 Sesselchen und dem einen Hocker bequem sitzen können, wenn es zum Beispiel mal regnet, und diesen kleinen Tisch, den wir haben in der Mitte, damit wir vielleicht mal essen oder Karten spielen können, falls es sich ergibt. Und drumherum trotzdem noch genügend Platz haben für das ganze Fahrradgepäck, damit das nicht nass wird. Und so ein Zelt haben wir gefunden. 8 Kilo ist es schwer, das ist relativ leicht. Und wir haben das einfach auf 4 Fahrräder aufgeteilt. Also einer hat das Vorzelt, einer das Überzelt, einer das Hauptzelt, einer die Stangen. Und so hat jeder nur 2 Kilo Gewicht und ist super gut transportabel. Also wir waren super zufrieden mit dem Zelt, nur das Abspannen ging nicht so leicht. Da will mein Mann gleich was dazu sagen. Zum Abspannen habe ich sowas benutzt. Das sind normale Spanngurte, die ich auch so für die Fahrräder benutzt habe, um Sachen zu befestigen, Schlafsäcke oder sonst irgendwas. Die habe ich dann an den Seiten des Zeltes, da gibt es unten so eine Schlaufe, dann habe ich das durchgefädelt und dieses dann an den Zelthaken getan, der dann in die Erde gerammt wird. Und der Vorteil war derjenige, dass ich das flexibel durch diesen Gummi spannen konnte und die Außenhaut dann des Zeltes wirklich vom Innenzelt abrücken konnte. Das geht mit den herkömmlichen Mitteln bei diesem Zelt ausnahmsweise mal nicht. Und so haben wir uns beholfen, ohne dass wir zusätzlich Material kaufen mussten, sondern haben auf das zurückgegriffen, was wir dabei hatten. Ganz wichtiges Utensil, solche Spanngummis.